Zurück sind wir. Moment, eins muss ich noch einstellen eben. Ah. Hoppala. Haben wir den Zylinder hier? Äpfel, immer noch. Da was verändert? In Charakterform in sich gehen. Kontext, Hintergrund, was hat mich hergebracht? Die Gegenwart ist in der Vergangenheit verwurzelt. Nein, das kennen wir schon. Hörst du? Müssen wir wieder zu der Figur hier. Oh! Nicht sowas an. Ich sowas hasse. Was ist das? Eine Muschel. Was machst du hier? Hier, listen. But how does it do that? A sea can fit in there. It's ganz einfacher Trick, Kleiner. It captured its strength, its calm, its freedom, so it can live on. Das ist süß. Muss man eben einen Schluck trinken, man hält es so trocken. Schönes Leitungswasser. Es speichert schon wieder. Ich wollte gerade sagen, warum muss es denn schon wieder dunkel sein? Und schon wieder? Das ist aber ganz schön oft hintereinander. Wie kommen wir da hin? Springen müssen wir, richtig? Da geht's weiter. Warum sind wir so klein? Sind wir jetzt der Junge? Ich erinnere gerade etwas an Inheritance. Ja, alles zu. Der Junge vielleicht auch immer? Das Monster nur? Das kommt uns doch bekannt vor. Schlüssel. Kitchen. Küche. Ich schicke dir morgen eine neue Filmrolle. Ein Piratenfilm. Hab gehört, die Amis lieben ihn. Sieh ihn dir genau an. Die Mehrvorführungen bedeuten mehr Hinterteil in den Sitzen. Und mehr Gründe, um dich weiter zu bezahlen. Lief es nicht so gut? Ich muss den Ton doch ein Stückchen leiser machen. Ich hab Sorge, dass es mich übertönt. Da wir den Schlüssel haben, würde ich sagen, gehen wir erst. Genau. Okay. Oder auch nicht. Müssen wir in die Küche. Aber der Aufbau des Hauses hier ist genau der gleiche wie in Teil 1.
Bitte kein Monster. Come, faithful servant, for tonight we brew a ghoulish concoction, the world's strangest stew. Ist es jetzt etwas zu leise? Ich glaube, dann kotze ich. So, jetzt erinnere ich da nichts mehr dran. Barley, der Kanonier. Er isst viel, sehr viel. Deshalb ist er genauso rund wie eine Kanonenkugel. Einmal schoss er sich fast selbst aus einer Kanonenkugel. Aus einer Kanone. Man sollte auch nicht die Maus aus dem Spiel klicken. Das Messer mitnehmen. Da geht's weiter, natürlich. Angst, irgendwie in den Topf zu fallen. Ih, was ist das? Ich hab Angst, verfolgt zu werden. Ich lasse es lieber. Oh, schön. Ein Hirn. Seasoned by sadness, burnt from within. Entschuldigung. Ravaged by madness, rotten with sin. Der Spruch ist cool. Den muss ich lernen. Wie den für von Teil 1 von der Spieluhr, den kann ich auch auswählen. Natürlich den, den ich nicht gekriegt habe. Den anderen. Würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. Hi. Oh mein Gott. Oh nö, da bist du ja schon wieder. Kannst du nicht schneller sterben? Mich retten kann ich dich, glaube ich, nicht mehr. Oh. Oh nein, 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 nein. Hollowed by longing, hardened by loss, once slick and polished, has lost all its gloss. Sind wir da hoch? Keine Leiter. Wir müssen jetzt zur anderen Seite. Oh, du tust mir so leid. Warum kann das Elend nicht schneller vorbei sein? Dann machen wir eben die Tür zu. Dass wir wissen, da waren die schon. Moment. Nein, 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 nein. Geht's dir gut? Mein Gott. Torn up by conflict, ravaged by war, flawed on the surface. Warps to its core. God. Alles gut bei dir?
Hallo? Ich schwitze. Dabei habe ich nur einen Top an. Oh, wir waren jetzt überall außer da. Nee, tschüss. Gut. Tür ist immer noch zu. Ach, sollen wir das da reinschmeißen? Sollen wir doch nicht da reinschmeißen, oder? Nein, oder? Oh Gott! Look at it bubble. Look at it shake. The beast. Nein. Was sollen wir jetzt tun? Ich finde diese Sprüche, aber es macht einem Angst. Irgendwie Flaschen ohne Hälse aus. Oder Kerzen. Jimmy, Father's screening the Black Wanderer. Vielleicht war Vater der Schauspieler. Er hat auch nur die Filme gern geguckt. Movie's almost over. Time to go. Schlafzimmer. Hoppla. Runter können wir nicht, oder? Nein, runter können wir nicht. Gut. Na komm, spring. Hoppla, wir waren zu schnell. Ich habe Beschwerde über Geräusche oben auf dem Lagerlaubengang erhalten. Die Leute haben Angst, dass ihnen was das verdammte Ding auf den Kopf fällt. Ich habe dir gesagt, den Zutritt zu verbieten. Das verdammte Ding hält ja kaum sein eigenes Gewicht stand. Ja, wenn die Mitarbeiter nicht machen, was man ihnen sagt. Jetzt fängt das schon wieder an. Komm, ich kann sowas nicht. Geh auf. Wir hier schon wieder. Warum? Wir müssen wahrscheinlich wieder springen. Careful! Don't step into the light, or he'll see you. Die Tür ist zu. Es ist hell, das Monster kann uns nichts. Hoppala. Die Lila, der Topsgast, durchgestrichen. Die Topgästin
Sie mag Jungs sehr und Mädchen ebenfalls. Sie ist sehr freundlich, vielleicht etwas zu freundlich. Immer noch so klein. Wir können noch hoch. Das vielleicht für gleich. Bonjour, Madame. Das Vater? Das eine Puppe? Huch. Ja, was können wir an seinem Mund machen? Ihm steht, glaube ich, eine Frau. Warte. Bitte nicht. Was wollen wir jetzt hier auf dem Bett? Reißzähne. Wird dazu nichts gesagt? Geht's dir gut, Papa? Wenn du es dann bist. Ah, jetzt können wir bei der Dame was machen. Nee, auf der Fensterbank nichts. Let us come. You were always bad luck. A blight upon this family. I give everything. And what do I get in return? A little gratitude. A little heart. Is that too much to ask? A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Ja, gut, aber... A lucky break. Ja, wir haben es verstanden. An ace up my sleeve. That's all I need. Wo kriegen wir das Ass her? Oh. Anscheinend sagen sie böse Dinge, wenn wir jedes Mal das Monstermaul machen. I told you to keep it safe. How could you let him take it? It's all we have left of her. You have to find it. You have to take it back. Was denn? Find it. Bring it back. Find it. Bring it back. Ja, wir versuchen es doch. Gib cool. Oh. Ein Ass im Ärmel. Find it. Bring it back. Haben wir es nicht jetzt gefunden? Find it. Bring it back. Ja, jetzt reg dich mal ab. Find it. Ruhe im Karton.